Die Diskussion um die sogenannten Paradise Papers hält weiter an. Damit wurden von vielen Politikern und Geschäftsleuten die Offshore-Konten aufgedeckt. Auch die Söhne von Ministerpräsident Binali Yildirim sollen mit Hilfe der von ihnen auf Malta gegründeten Firma Gelder auf Offshore-Konten überwiesen haben, um Steuern zu hinterziehen. Yildirim hatte zu den Panama Papers lediglich gesagt, er mache seine Geschäfte und seine Söhne ihre. Im Zentrum des neuen Datenlecks Paradise Papers steht die auf den Bermudas gegründete Kanzlei Appleby. In der Türkei habe die Kanzlei 93 Kunden, darunter auch Serhat Albayrak, der Bruder von Energieminister Berat Albayrak, der gleichzeitig auch der Schwiegersohn von Präsident Erdogan ist, heißt es.